Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Der Imperator ist tot, lang lebe der Imperator. Ja, wir sind hier in einer Art Albtraum gefangen und ja, der Imperator scheint wirklich tot zu sein. Aber noch nicht so ganz, er ist immer noch lebendig und spricht zu uns als Geist. Ja, und wir müssen hier jetzt irgendwie rauskommen. Unsere Gefährten haben wir auch gesehen, unsere Crew. Da kriegen wir Season-Punkte. Können wir mal gucken, ob wir da vielleicht eine neue Belohnung freigeschaltet haben. Hallo? Da. ne, noch nicht ganz. Also fehlt noch ein bisschen was für Level 3. Da hinten sehen wir schon unser Schiff am Horizont. Da ist auch unsere Crew. Wir haben wieder keine Gefährten dabei, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir noch irgendwie durch. Erreiche deine Gefährten. Ihr habt euer Leben auf dem Pfad der Jedi verbracht. Er hat euch hierher geführt. War das die Reise wert? Ich werde die Zukunft nicht fürchten. Bei den Jedi geht es nicht um Belohnungen oder Bedauern. Und noch habe ich meine Gefährten nicht verloren. Losgelöstheit. Und doch opfert ihr eure Leben, um diesen Ort zu erhalten. Ich beschütze viele Zivilisationen. Das Wissen und die Kulturen tausender Welten versammeln sich hier. Es ist wohl wert, das zu verteidigen. Sie würden sich für diesen Gefallen nicht revanchieren. Die Republik hat euren Orden nach der Plünderung von Coruscant gemieden. Die Leute hatten Angst. Aber die Dinge haben sich verändert. Sie werden sich wieder ändern. Das ist der Lauf der Dinge. In euch steckt Größe, die unbestreitbar ist. Ihr seid eine weit bessere Anführerin als jeder Kanzler. Das ist keine Diktatur. Ich versuche erst gar nicht, einem Sith die Demokratie zu erklären.
Ich bin kein Sith. Und Demokratie wird überbewertet. Diese Republik ist es nicht wert, gerettet zu werden, genau wie mein Imperium. Wir haben ein größeres Ziel. Ihr meint Sakul. Euren ewigen Thron zurückgewinnen? Ihr konntet ihre Heimat nicht beschützen. Sie werden euch nicht vergeben. Das ist eine Prüfung. Ich scheitere nur, wenn ich mich von Angst beherrschen lasse. Republik, Imperium, der ewige Thron bezwingt alles. Ihr könnt es nicht aufhalten. Rettet euch. Na, das ist wahrlich ein Albtraum. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Kommen auch hier lang. Oh, gegen Jedis müssen wir kämpfen. Belebe die gefallenen Zivilisten wieder. Ach, guck mal, Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich glaube, da hinten waren auch schon welche. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hab jetzt hier nicht mit einer Bonusmission gerechnet. Die beiden noch. Dann hätten wir schon mal die Bonusmission. Vermutlich wären da auch noch weitere gekommen, die wir hätten heilen können. Aber wir gehen da lieber auf Nummer sicher. So, hier geht's weiter. Ja, guck mal, hier würden noch welche liegen. Da kommt auch noch einer um die Ecke. Siegemeisterin Satil Shan. Autsch. Thank you.
Autorität. Ihr seid nur euch selbst verpflichtet. Habt keine Angst. Geht zu, wie gut es sich anfühlt. Nein, mir ist wirklich schlecht. Großmeisterin Satil ist das Herz des Jedi-Ordens. Ich würde sie niemals töten. Ihr weigert euch, die Wahrheit zu erkennen. So sei es. Okay, wir sind immer noch nicht aus diesem Albtraum raus. Und wir sind auf Ziost. Da haben wir diese Monolithenwesen gesehen. Valkorion. Ziost, die Welt, auf der sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt hier jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Die Jedi und die Sith haben die Unsterblichkeit angestrebt. Was macht euch zur Ausnahme? Ich lasse mich nicht durch die Lehren des Scheiterns aufhalten. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder, ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Ihr seid ein grausamer Wahnsinniger. Eure Freiheit hat Millionen Unschuldigen das Leben gekostet. Ihr seid nicht mehr als ein Monster. Ich bin ein Teil von euch. Und zwar mehr denn je. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Ich brauche eure Hilfe nicht. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Dann zeigt es mir. Okay. Wir geben unser Bestes.
Weg ist er. Reicht das? Ihr seid die Einzige, die es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Ich will das Ende dieses Krieges erleben. Es geht nicht ums Überleben. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nein, der ist schon lange vorbei. Es überrascht mich, dass ihr überhaupt Familie habt. Sie sind anders als eure Kinder, gegen die ich zuvor gekämpft habe. Sie haben einen freien Willen. Meine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auch Saku die Liebe erlebt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sie auch. Ich schätze, es gibt eine Chance. Alles ist möglich. Aber nicht, solange ich in Harmonie bin. Das sollte in Betracht gezogen werden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles ruinieren. Darum seid ihr also bei mir. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben. Eure Tochter kann mich sehen. Valen war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Valen, ich brauche eure Hilfe. Die Macht lenkt uns beide, Valen. Ihr müsst mich aus dem Karbonit befreien. Okay, mal sehen, was hier passiert. Kapitel 3, Fremdling. Lana Beniko ist auch wieder mit dabei. Versucht nicht, euch zu bewegen. Ihr liegt im Sterben. Ich habe hier zwar euer Heilmittel, aber ich werde nicht lügen. Das wird wehtun. Heilmittel klingt gut. Ah! Ah! Das war ja gar nicht so übel.
Ihr seid es wirklich, danke. Helana, ihr habt mein Leben gerettet. Ich habe euch davor bewahrt, jetzt zu sterben. Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns. Macht euch schnell bereit. Ist das ein republikanisches Modell? T7O1. Er hat zugestimmt, bei eurer Rettung zu helfen. Keine große Crew. Ja, mehr habe ich leider nicht zusammenbekommen. Es muss reichen. Das Imperium und die Republik stehen kurz davor, dem Mann in die Hände zu fallen, der euch gefangen nahm. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Mal wieder. Kommt schon. Lana scheint immer noch auf der dunklen Seite zu stehen. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir hier versuchen auszubrechen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wieder einschaltet. Bis dahin.